Griechenland und Mazedonien. Hintergrund der Auseinandersetzungen. Die griechische Regierung verlangt von der Nachbarrepublik Staatsnamen, Flagge und Verfassung zu ändern. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, hat Athen vor 6 Wochen ein Handelsembargo verhängt. Allerdings mit wenig Erfolg. Die Geschäfte in der mazedonischen Hauptstadt Skopje sind gut gefüllt. Die Bewohner können alles kaufen. Neben Einheimischen stehen ausländische Waren nach wie vor in den Schaufenstern. Auch der anfängliche Sturm auf die Tankstellen der Republik ist vorüber. Die Regierung hat den Bürgern versichert, es gebe genug Reserven in den Erdöllagern. Nur die Industrie ist ernsthaft vom Embargo betroffen. Zum Beispiel das Unternehmen Hemter, einer der größten Produzenten von chemischen Fasern in ganz Europa. Die Rohmaterialien der Fabrik gelangen eigentlich über den griechischen Hafen Saloniki nach Mazedonien. Zudem verlassen 70% der Fertigprodukte die Republik über den Seeweg. Das geht jetzt natürlich nicht mehr. Trauriger Verlust der Firma durch die Blockade, rund 250.000 Mark. Auch der sonst häufig frequentierte Übergang zwischen beiden Ländern, ruhig. 600 Lastwagen passierten hier noch vor wenigen Wochen die Grenze. Griechenland will das Embargo erst aufheben, wenn Skopje Athens Forderungen erfüllt.